Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, bin ich heute in einem islamischen Land in einer Moschee zum Salatul Jumma. Und mir ist da einfach etwas in den Sinn gekommen, in den Gedanken gekommen. Wenn man in einem islamischen Land ist, das gehört zu der Gnade, in einem islamischen Land zu leben, da spürt man wirklich, dass man Jumma hat, dass es der Freitag ist, der Tag, das wöchentliche Fest sozusagen der Muslime, wo man zum Jumu'ah-Gebet geht. Und hier sollte man sich eine Sache nochmal in Erinnerung rufen, was die Ulama, was die Gelehrten des Islam dazu sagen, in einem nicht-islamischen Land zu leben. Eigentlich ist es nur erlaubt, in einem nicht-islamischen Land zu leben, unter bestimmten Bedingungen. Zu diesen Bedingungen gehört, dass man den Iman hat, den nötigen Iman hat, um die Shahawat, die Gelüste, die dort auf einen warten, abwehren kann. Und dass man das nötige Wissen hat, um die Shubuhat, die Scheinargumente, die einem entgegengebracht werden, dass man die abwehren kann. Und die dritte Sache ist, dass man muhtajul ila dhalik ist, dass man es notwendig hat, dass es eine Notwendigkeit hat. Und die gibt es bei den meisten nicht. Wie ihr es euch verdienen könnt, wirklich dort. Und deswegen sind auch übrigens so viele Leute in die Irre gegangen in Deutschland. Weil man sich nicht bewusst war, welche Gefahr das Ganze birgt. Deswegen, was ihr machen müsst, was wir machen müssen, ist lernen und Dawa machen, so gut wir können. Deswegen